Ich bin ja dabei, hier an dem Ladegleis die etwas erhöhte Ladestraße aufzunehmen und fahre einfach mal mit den nächsten Teilen fort. Ordentlich andrücken und dann etwas Gewicht darauf verteilen. Und dann kann das nächste Stück eigentlich schon gleich dahinter. Da ordentlich andrücken. Und als letztes dann noch dieses Straßenstück. Könnte sein, dass das von selber hält. Ja, und das nächste werden dann schon die Bahnsteige, denn die sind inzwischen trocken geworden. Und können auch gelangt werden. Dazu lasse ich zunächst einmal alles verschwinden, was da nicht hingehört. Und wie man sieht, das ist eine Menge, das war nicht hingehört. Was hier aber bestimmt hingehört, ist der Bahnhof. Und dann die beiden Bahnsteigzungen. Die Verlängerungen dafür.
Und das muss jetzt hier genau auf Lücke gehen. Und dann könnte auch schon geklebt werden. Ja, nun, dass der Bahnsteig mittig liegt zwischen den beiden Gleisen und dafür setze ich jetzt mal Augenmaß ein. Und ich hole mal am besten einen Schnellzugwagen. Zumindest er kommt gut frei. Scheinbar von der Seite noch besser. Ich werde ihn gleich dazu kleben.
der Niesfilter. Dann müsst ihr jetzt wieder genau mitten zwischen den Gleisen liegen. Und ich denke, das tut er jetzt auch. Wieder die Probe mit dem Schnellzug bleiben. Und auch hier kann ich jetzt das zweite Teil der Fork nehmen. Jo. Was ich jetzt noch tun kann, ist die vordere Kante der Grün anzumalen. Ups, das war grau. Gut, aber wenn ich schon mal grau habe, könnte ich mich ja an die Ladestraße machen.
Ups, das war wirklich unkonzentriert. So, damit hätte ich die Ladespaß um den Vorhangstrich.